Ja, Dr. Schettli, erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit für uns genommen haben. In den letzten Tagen wurde ja die finanzielle Situation des Vereins überall thematisiert und auch großes Thema in der ganzen Stadt gewesen. Es gab viele Unruhen beim Verein, in der Stadt, bei den Fans. Und deswegen wollten wir heute mal so ein paar Fragen oder hinterfragen, was allen so auf der Seele brennt. Gab es einen Grund, warum die finanzielle Situation zur Mitgliederversammlung Anfang Dezember noch nicht so drastisch dargestellt worden ist? Oder hat sich über Weihnachten das finanziell sehr geändert? Naja, wir hatten zum 31.10. müssen wir beim DFB, wird durch einen Wirtschaftsprüfer das auch geprüft, eine Feststellung, die uns unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit attestiert hat. Aber wir haben immer schon kritisch intern diskutiert, ob diese ursprünglich geplanten Werbeleistungen, also die Vermarktung des Vereins, ob wir das tatsächlich auch so erfüllen können, wie wir es uns in der Planung eigentlich alle gemeinsam vorgenommen haben. Wir haben dann die Mitgliederversammlung, blickt ja nach hinten, ja, das ist ja Rechenschaft für das abgelaufene Jahr. Insofern war das dort auch nicht im Mittelpunkt, aber ich habe auch zur Mitgliederversammlung schon gesagt, weil wir dort in der Zeit eben am Prüfen und am Rechnen und Machen waren, dass sicherlich komplizierte Phasen auf uns zukommen. Wir haben im Dezember das dann sozusagen vorangetrieben und auch zu einem gewissen Ergebnis gebracht und dort festgestellt, dass natürlich teilweise bei den Zuschauereinnahmen, aber in Größenordnungen, die noch überschaubar sind, aber insbesondere eben im Bereich der Vermarktung, der Werbung, dort Größenordnungen etwa 650.000 Euro fehlen. Und wir haben das dann natürlich erstmal in den Gremien behandelt, also im Verwaltungsrat insbesondere, und haben dann dort auch über Weihnachten weitergearbeitet, Anfang Januar wieder in den Gremien zusammengesessen und haben es dann natürlich auch in der Öffentlichkeit kundgetan, weil die Liquiditätslücke, die dort auf uns zukommt im Frühjahr. Wenn man das rechtzeitig, glaube ich, erkennt, beziehungsweise auch mit denen thematisiert, die uns gegebenenfalls helfen können, ist es besser, als wenn man vielleicht jetzt bis März wartet. Das hat sicherlich manche ein bisschen überrascht, aber ich kann sagen, wir haben auch in den letzten Jahren, solange wir in der dritten Liga sind, gibt da so einen flotten Spruch, also das war immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Und in dem Moment, wo wir uns natürlich etwas anspruchsvollere Planungsziele gestellt haben und die nicht erfüllen, kommt diese Lücke zustande. Wobei ich meine, dass wir müssen auf der einen Seite sportlich jetzt die Klasse halten und da ist da heute so ein Sieg unheimlich wichtig. Auch wie man aus der Winterpause rauskommt, das wissen wir beide und die Zuseher sicher auch. Zweitens müssen wir wirtschaftlich das jetzt absichern und gleichzeitig, und deshalb ist auch ein bisschen zeitlicher Druck drin, müssen wir natürlich bis Ende Februar die Lizenz einreichen für die nächste Saison. Das wird ein Kraftakt. Ich bin sehr stolz auf den Verein, auch auf die Fans, auf die Sponsoren, gerade im Mittelstand. Die haben uns in den letzten 14 Tagen in Größenordnung gespendet. Ich denke, wir haben etwa 150.000 Euro in dieser Zeit durch einige Initiativen und sehr viel Wohlwollen generiert. Die Fans auch mit ihren Aktionen, die wir in Gemeinsamkeit beschlossen haben und tragen, das wird sich auch zum Tragen kommen. Aber entscheidend wird natürlich sein, dass die Großsponsoren uns ein Stück weit über diese Lücke hinweghelfen und dort besonders natürlich auch die Stadt. Und ich hoffe und werde den Oberbürgermeister am Montag auch bitten, nach Maßgabe seiner Möglichkeiten uns zu unterstützen. Und hoffe, dass wir dann dieses Problem sportlich wie wirtschaftlich lösen und sicher dann auch im Herbst immer noch dritte Liga spielen. Es ist auch durchaus notwendig, dass wir dann vielleicht bis dahin einige strukturelle und personelle Änderungen noch durchführen. Wir haben uns ja, das wissen Sie, von meinem Kollegen Jörg Sitter zum 31.12. getrennt. Das ist natürlich eine menschlich auf der einen Seite nicht einfache Entscheidung, aber in der Sache musste man sie jedenfalls auch in Abstimmung mit den Gremien so treffen. Und ich sage immer gerne, ich will das auch hier sagen, es geht also nicht um Herrn Müller, Herrn Mayer oder Herrn Schädlich oder wem auch immer, es geht um die drei Buchstaben. Da ist jetzt, sagen wir mal, unheimlich Arbeit notwendig und die wollen wir alle gemeinsam leisten und nur zusammen können wir es schaffen. Sie haben doch schon ein paar Punkte angesprochen. Gab es grundsätzlich Situationen, die dazu geführt haben, dass das Geld jetzt fehlt? Haben Sponsoren Gelder nicht gezahlt oder wurden Ausgaben getätigt, die
im Nachhinein auch falsch waren? Na gut, ich sag mal so, wir haben auf der einen Seite ist es ja so, dass das Geld nicht fehlt in dem Sinne, sondern wir hatten das Geld nie. Ja? Wir haben eine anspruchsvolle Planung. Ja, es gibt auch punktuell Sponsoren, die in wirtschaftlicher Schwierigkeit sind oder bei diesem und anderen jeden Grund auch, wo wir also Forderungsausfälle haben. Wir versuchen die natürlich beizubringen, aber das ist nicht so einfach. Das ist aber nicht das Entscheidende, das muss man einfach sagen. Ja, wir haben auch in die Vermarktung, in das Marketing investiert. Aber leider sind aus diesen Investitionen bisher eben nicht die Erfolge entstanden, die wir uns alle eigentlich zur Zielsetzung gemacht hatten. Und was den Aufwand betrifft, da darf ich Ihnen sagen, wir haben also im Verhältnis zum Plan im ersten Halbjahr 100.000 Euro etwa eingespart, sowohl im Personal als auch im Sachaufwand. Also wir kratzen natürlich alles zusammen, aber irgendwo gibt es natürlich auch eine untere Grenze, wenn man dritte Liga spielt. Der Durchschnitt der dritten Liga ist etwa beim Etat bei 9 Millionen. Wir sind bei 6,2 und können das also kaum schaffen, wie ja die Situation jetzt zeigt. So sehr viel mehr kann man dann auch nicht mehr einsparen, denn dann verliert man die Wettbewerbsfähigkeit in dieser professionellen Liga. Die Personalitäten haben Sie ja jetzt auch schon angesprochen. Es wurde gerade im Sommer viel investiert, auch in der Vermarktung des Vereins. Es gab natürlich jetzt auch Wechsel beim Torwarttrainer. Der Herr Sitte ist als Person nicht mehr da. Gibt es konkrete Änderungen, die noch in der Planung sind, was Personen angeht? Na gut, ich meine, Sie haben das angesprochen. Ich sage mal generell, also alles, was momentan uns von der Zielstellung abhält, sportlich und wirtschaftlich die dritte Liga zu halten, das muss man natürlich hinterfragen. Und ich denke, da ist, wie gesagt, vom Platzmeister bis zum Präsidenten jeder gefordert und auch wird auch jeder hinterfragt. Was sportlich den Bereich betrifft, leben wir in der Wechselperiode. Wir haben Gott sei Dank jetzt wieder einige Spieler, die bisher verletzt waren. Das war ja heute auch wichtig, denke ich, wieder im Spielbetrieb. Die Notwendigkeit dort, dass man vielleicht Leistungsträger abgibt, sehe ich auf keinen Fall in dieser anspruchsvollen dritten Liga. Es kann sein, dass ein oder zwei Spieler von sich aus auf uns zukommen, weil sie bei anderen Vereinen vielleicht eine bessere Perspektive kurzfristig sehen. Das werden wir dann diskutieren. Den Torwarttrainer haben wir kurzfristig ersetzt. Auch dort muss ich sagen, Unruhe ist nie gut. Und da sollte man ihm einfach auch mal ein Stück Vertrauen haben, dass wir Entscheidungen treffen, auch als Arbeitgeber. Und wo wir uns in der Öffentlichkeit eben schwer auch äußern können und wollen. Ich glaube aber, dass an sich jetzt nicht die Zeit ist, wo man zu viel über Personen diskutieren muss. Jetzt muss man den Zusammenhalt stärken und wie gesagt sportlich und wirtschaftlich erfolgreich sein, dass man die dritte Liga auch nächstes Jahr um die Zeit und ich hoffe dann mit noch mehr Punkten als heute und vielleicht sportlich noch erfolgreicher als heute immer noch hier stehen können. Vor vielen Jahren hatte der HFC ja schon mal finanzielle Probleme. Die konnten wir lösen, da auch damals dank Ihnen. Werden wir es dieses Jahr auch schaffen? Ja gut, es geht nicht um mich. Also ich habe ja betont, ich glaube, wir brauchen unbedingt die Unterstützung unserer Stadt, also auch der Unternehmen in unserer Stadt, aber auch unserer Stadtverwaltung, unserer Stadtpolitik. Und ich denke mal, da hat Bernd Wiegand einen massiven Einfluss in dem Zusammenhang und wir haben ihn ja um seine Unterstützung bereits gebeten. Und ich kann also auch nur appellieren, auch in Bezug auf die Fans, dass man alte Grabenkämpfe beendet und aufeinander zugeht und im Interesse des HFC eigentlich jeder einen Schritt sozusagen auf den anderen zumacht, dann ist das, denke ich, auch eine gute Perspektive für unseren Verein, nicht nur für die erste Männermannschaft. Wir haben dieser Tage gerade 11,3 Millionen. Also an die Stadt wurde das übergeben für ein Nachwuchsleistungszentrum vom Land und vom Bund erhalten. Also wir haben auch im Nachwuchs natürlich eigentlich eine gute Perspektive. Nur wir dürfen die Perspektive natürlich jetzt kurzfristig nicht verspielen, weder sportlich noch wirtschaftlich. Okay, dann bedanke ich mich, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Ich hoffe oder denke positiv, dass wir alles wieder auf die Reihe bekommen und vielen Dank für den großen Einsatz. Danke, alles klar, danke dir. Danke euch.